Einen Jux will er sich machen. Dieser Klassiker von Johann Nestroy steht heuer am Programm der Sommerspiele in Schloss Rotmühle in Schwechat. Kein Jux ist es allerdings, dass die Nestroy-Spiele in Schwechat bereits ihr 40-Jahr-Jubiläum feiern. Gute Frau, geht uns her! Ja, was hab ich denn getan? Gar nichts hat sie getan. Krieg hat sie. Das ist, was die Weiber immer tun und nie tun sollten. Und von Unzeit reden. Weil wir können glauben, dass er so eine überreife Person so unzeitig reden will. Ich hab ja nicht gewusst! Dass das der Liebhaber meiner Nichte ist, jetzt weiß ich. Weißt, dass ich morgen in der Früh fortfahre, dass sie auf meine Mündel mit 100-facher Vorsicht achten muss, weiß, dass ich sie zermalme. Zufrieden? Ich bin deshalb zufrieden, weil ich weiß, welche Arbeit dahinter steckt und was es bedeutet als unentgeltliches Ensemble, dass das aufgrund der Freude und mit Herz spielt, bedeutet, monatelang zu proben und zu üben und alles auf diesen einen Tag hin zu konzentrieren, der Tag der Premiere. Top aktuelle Inszenierung. Hervorragende typische Couplets von Nestroy, wunderbarer, vergnügsamer Theaterabend. Jetzt muss ich mir aber schon die Freiheit nehmen, um zu fragen, wer dieselben sind und wie sie dazu kommen, für die Frau von Fischer bezahlen zu wollen. Sie ist also ihre Freundin? Na, das glaube ich noch, wie ein seliger Mann gelebt hat und gar jetzt die 3 Jahre, seit sie Witwe ist. Oh, jetzt pass es auf, was ich da so für Erwähnung gebe. Ganz recht, 3 Jahre war sie Witwe, seit 3 Tagen ist sie es nicht mehr. Wie? Ich bin ihr Gemahl. Was? Boah, das ist ein Kecker-Ding. Wäre es möglich, vor 3 Tagen hätte ich geheiratet? Ja, ich bin der Glückliche von den 3 T. Seht ihr, das heißt ein Geist. Wer heißt Geist? Geist? Ich heiße Geist. Ganz gleich, ich kann heißen, wie ich will. Na, ich bin so überrascht, Herr von Geist. Man sieht es ihm nicht an. Also wir wollten diesen Jux ein bisschen anders erzählen, als er normalerweise erzählt wird. Nicht das liebliche Biedermeier-Geschichte, sondern einfach ein bisschen schärfer, ein bisschen härter, ein bisschen mehr zur Jetztzeit hin orientiert. Das war ja schließlich eine Zeit knapp vor der Revolution, wo dieses Stück entstanden ist, wo die Menschen schon ein bisschen bis daher satt hatten, wie es in der Gesellschaft zugeht. Und ja, das haben wir versucht. Das war eine hohe Anforderung ans Ensemble und ich glaube, sie haben es ganz gut gemacht. Wenn man merkt, dass hier alles Laienschauspieler auf der Bühne stehen, muss ich sagen, Hochachtung, weil Nestroy, die Sprache ist ja nicht einfach, das auswendig zu lernen. Und hier wirklich so großartig darzubieten, ist schon eine tolle Leistung. Und 40 Jahre Nestroy in Schwechat ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch des Theaterfests Niederösterreich, wo ja jetzt Sommertheater gespielt wird, bis in den September hinein quer durchs Land, Sprechtheater, Musical und. Und das zeigt schon auch die Buntheit und die Vielfalt in der Kulturlandschaft in Niederösterreich. Auch ein Jux für Sie? Absolut, vor allem es ist unheimlich gelungen, das Stück in die Gegenwart zu setzen mit sehr vielen, manches Mal Anspielungen, manches Mal ganz klaren Aussagen. Ich glaube, es war sehr gut, sehr gegenwärtig und ja, ein Jux, wie sehr sie machen, ist immer beste Unterhaltung bei diesem Ensemble. Es war wirklich eine lustige Veranstaltung, sie war kurzweilig und hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann bringen Sie uns Butter, Rettich und 3 Sättel Bier. Das kommt billig. Was ist das? Du bist uns so ordinär. Na, ich trinke nie Bier. Ja, dann nur 2 Bier und für die Damen Wasser. Ist noch billiger. Aber Mann, na, ich darf nicht kalt so Bier. Also was war's? Ja. Haben Sie kein Borscht? Oder halb's Gulasch? Das würde ich Ihnen nicht haben, das ist schlecht. Das wäre eigentlich gut, da essen Sie nicht so viel. Mann, jetzt sage ich es zum letzten Mal. So gut, bringen Sie Schnitzel für uns, Bier für die Damen auch, das seht ihr. Die 2 Gulden sind überschritten, die Krieger geht an. Jetzt hat mein Mann wieder seinen närrischen Tag. Ah. Und jetzt habe ich satt. Ja, das wäre ein Glück. So schafft man nicht an, wenn man Damen ausführt. Keiner, die bringen uns an Versagen. Den Augenblick kommt einer vom Spiel. Dazu Beilagen, Kompott und was sonst noch haben. Zuerst Rheinwein und nachher Champagner. Sind Sie Menschen, auch selbst gerne einen Jux macht? Ich mache mir einen Jux, ja. Naja, ich mache immer blöde Witze, aber das ist meistens ähnlich wie beim Nestroy, aus einer Verzweiflung, aus einem Schmerz heraus. Man versucht so oft, in der Politik ist es halt nicht ganz so einfach, aber im Privaten bin ich schon sehr ein fröhlicher Mensch und wir haben schon sehr viel Spaß auch. Auch in der Politik gehört Spaß dazu, der Spaßfaktor ist ein sehr wichtiger Faktor. Man muss nur rechtzeitig unterscheiden, wo geht es um Sachthemen, wo ist es wichtig, dass man jetzt nicht einen Spaß daraus macht, sondern wo sind die Menschen betroffen. Aber ich glaube,
Die Menschen und die Bevölkerung möchten auch Politiker und Politikerinnen, die auch lachen können und die eine notwendige Gelassenheit haben. Und das hat auch ein wenig mit Schauspiel zu tun. Aber vorher, meine Herren, räumen Sie da noch ein bisschen zusammen.